Nicht so cool. Komm, sieh, nimm das andere dran. Ja, eben. One, two. Und zwei. Underground, was wird jetzt für Underground sein? Was? Wie geht das? Stichwort Underground. Ja, was? Rettung kommt, warte mal, warte mal. So. Oh, da kann ich vielleicht auch gefeiert werden. Ist ich jemals in einer Rettung gehen? Leider zu oft. Aber ich rede nicht gern drüber. Ja, übliche Frage, ne? Da muss ich da auch stellen. Ja. Warum? Yeah, here we go! Yeah, yeah, run! Run! Go ahead! Mit deiner Mutter drin. Mit wer? Deine Mutter fliegt vielleicht. Deine Mutter? Spielst du? Warum lang? Nur weil es da zugeht. Weil es hier so ist, dass der Rock'n'Roll hier geboren wurde. Und ich mich eigentlich dem angloamerikanischen Sprachraum mehr verbunden fühle als dem deutschen. Denn nichts ist tiefer als die deutsche Sprache und nichts seichter als die deutsche Rede. Würdest du mich als Rock'n'Roller bezeichnen, weil ich hab das Rock'n'Roller. Naja, warte, ich hab da gerade den Kragen aufgestellt, Alter. Fühlst du als Rock'n'Roller? Nein, ich bin kein Rock'n'Roller. Nein, ich schon. Geboren, ja. Ich schon. Naja, ich bin 57, also. Yes, sir. You can have a. Right, come on, join the party. Yeah, this is. May I introduce you to? Hey, Gidget. Do you know him? Yeah, no, I'm Jim Bonelli. Break the Tory poll tax. Yeah. It's gonna be a real. Poll tax. It's gonna be a real. It's gonna be a. Yeah. It's gonna be a real. What? He said we can't film here. We need a poll. Police. Ich glaube, wir haben Trouble hier. Irgendwie. Vielleicht sollten wir doch ins Hotel fahren. Andrew, let's go to the hotel. Come on. All right. Thanks a lot. Isn't that allowed to say? Ja, du hast vorher gesagt, beim Tröpfchen, Wien ist dein Herz und du liebst Wien und das sind deine Roots. Was ist London für dich? Ich muss einmal von vorne weg ansagen, ich hätte dir das, was ich dem Gröbchen gesagt habe, auch gern gesagt. Ne? Aber es hat sich die Gelegenheit nicht so ergeben. Was ist London? Also, du schaust mich ganz gern. Also, ja, warum nicht? Warum? Warum haben wir es nicht gemeinsam gemacht? Naja, es hat sich so ergeben. Es tut mir leid. Aber lass es uns jetzt machen. Ich habe für dich genauso viel Zeit wie für den Gröbchen. Fein. Ja? Also London. London? New York. Fahren auf der falschen Seite, essen grünen Pudding, Beatles, Rolling Stones, Innovation im Musikgeschäft, wie sie also eine Industrie überfahren hat, dass sie gar nicht wussten, was sie eigentlich haben. Ich kann mich erinnern an ein paar Zitate aus... What's up there? What? Dass sie in Hamburg die Beatles rausgeworfen haben, bevor sie einen Plattenvertrag bekommen haben. Das heißt, Anfang der 60er Jahre halt Innovation im Weißt du, die Engländer sind witzig. Ich war letztes Jahr 3 Monate in Australien. Und da ist es ziemlich dasselbe, nicht? Sie fahren auf der falschen Seite, sie essen auch grünen Pudding und jeder möchte gern bekannter sein von der Queen und von dem Prince, dass die noch immer keinen Buben haben, dass die noch immer keinen Buben haben. Vielleicht können wir das irgendwie einrichten, Princess. Ja, Australien und have you got shot of beer, man. What are you doing there, man? What? No! What? People Magazine? Walter Kreutzchen with the People Magazine? Look at that! Hey, it's incredible! It's incredible! Your old friend is here, Mr. Maybe you take that. Thank you very much. Thank you, sir. Andy. You know him? With Jody. Oh, he's great. My poll tax is 640. What? 640 pounds. 640 pounds. What for? Eh? What for? One house. Yeah.
Australien. Australien. Sie sind alle auf der falschen Straße. Aber ja. Wer weiß, wo das hingehen wird mit den Briten. Also müssen doch bitte wir Österreicher endlich einmal da sein. Ist es für dich ein besonderer Kick, da zu arbeiten? Sollen Sie nicht so ernst nehmen, Herr Walter. Ja, ein besonderer Kick, natürlich ein besonderer Kick. Na klar, aus den Gründen, die du vorher erklärt hast. Ja. Ja, zweite übliche Frage. Was war in den letzten 1,5 Jahren? Was ist da passiert? Wie heißt du mit dem Vornamen? Pietro. Peter, willst du wirklich von mir, dass ich dir jetzt hier am King's Cross erkläre, was in meinen letzten 1,5 Jahren passiert ist? Ja, ich glaube, du sagst die Leute, vorher hast du gesagt, die ich Leute Zeit interessiert, ja, ich Zeit interessiert dich, ob es dir gut geht oder nicht. Ja. Und sie wollen wahrscheinlich hören, ob es dir gut geht. Also. Naja, Poetry in Motion fährt da gerade vorbei. Schau her. Have you seen that? Have you seen that? Yeah. Für mich heißt das Poet in Emotion. Sag. Bitte. Ja. Sei locker, Alter. Ich bin total locker. Ich meine, du hast dem Walter vorher eine Antwort gegeben, wo du gesagt hast, du bist nicht so frei wie noch nie zuvor. Ja. Warst du vorher unfrei? Naja, weißt du, man gibt sich oft. Soll ich sagen? Man gibt sich oft Illusionen, die stimmen oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass mich die Leute genauso brauchen, wie ich jetzt bin. Andrew, let's have a party! Yeah! You know! What? What's up there? Okay, right. You like that? You like that? Very good. Very okay. Good. Okay. But I'm sure we're gonna get arrested. My bodyguard told me we're gonna get arrested. Also. Ja, immer an. Ja. Was? Auf was? Ja, auf meine Frage. Was du? Na, Alter, hast du das nicht gesehen? Das war meine Antwort. Lecker. Gott, mir geht die Jacken schon wieder ab. Das sind die Armer, gell? Wenn die Jungs dann irgendwann einmal sagen werden, naja. Eine andere Lederjacke hätte er sich auch kaufen können. Kaufe mir halt eine andere. Und wenn die Jungs sagen, den Falco mag ich nicht, weil meine Freundin steht so sehr auf ihr. Aber sie hat gesagt, 2 Kilo könnte er schon noch abnehmen, dann nimm ich es bei da. Du gibst nicht die ganzen lustigen Antworten nochmal. Du hast vorher auch gesagt, irgendwie für dich ist jetzt wichtig, dass du wieder ehrlich sein kannst und du bist jetzt wieder ehrlich mit der Platte, die jetzt passieren wird. Warst du vorher unehrlich? Zu dir? Oder? Schau, man macht gewisse Konzessionen im Leben. Man geht gewisse Kompromisse ein, man tut dieses und jenes. Ich habe jetzt eigentlich keinen lustigen Schmäh mehr drauf, aber ich glaube, dass auf jeden Fall ein Fehler war, Auftragsarbeiten zu vergeben nach Holland. How are you doing tonight, sir? Yeah.